Hallo, ihr Lieben. Ich habe, wie ihr seht, heute mal nicht Fienchen dabei, sondern einen anderen kleinen Herrn, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der muss mich gleich unterstützen. Und dann wird er hier auf dem Boden Platz nehmen. Aber zunächst setze ich ihn auf das Sofa hinter mir, damit wir mit unserem Weihnachtsvideo starten können. Okay, für die erste Übung stellen wir uns in die erste Position. Ihr wisst ja, die Fersen, die kuscheln schön zusammen. Und die Fußspitzen ganz weit nach außen. Wir stützen die Hände ein und machen ein Plié und ein Relevé. Genau. Dann machen wir einen Schritt zur Seite, wieder in die erste und ein Plié. Hier wiederholen. Ein Plié, ein Relevé und wir gehen zur anderen Seite. Ein Plié. Nochmal. Plié. Relevé, absetzen und wir drehen uns einmal auf halber Spitze und dann ist die erste Übung zu Ende. Ich mache mal die Musik an und wir starten. Das Zimmer. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, im Wohnzimmer, in der Küche, wo auch immer. Ich hüpfe hier durch unseren Fitnesssaal. Kreuz und quer hüpfen wir. Und danach hüpfen wir auf der Stelle. Das könnt ihr, glaube ich, auch. Dann schlenkern wir mit den Armen. Ich drehe mich mal, damit ihr das seht, zu allen Seiten. Und zum Schluss fahren wir noch Fahrrad. Das heißt, wir setzen uns auf den Fußboden, stützen die Hände hinten ab und dann fahren wir Fahrrad. Alles klar, mehr brauchen wir nicht. Ich mache die Musik an. Hände einstützen und hüpfen. Ho, 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 ho. Wir stampfen auf den Boden, wir wollen uns nicht toben, wir stampfen auf den Boden.
nochmal. Quer durchs Zimmer. Okay. Wir kommen wieder zurück in die erste Fußposition. Wir machen einen Tendu nach vorne. Wir nehmen die Arme hoch in die fünfte und schließen. Und die Arme zur Seite und das Bein geht auch zur Seite. Das gleiche auf der anderen Seite. Wieder einen Tendu nach vorne, schließen, zur Seite. Das machen wir nochmal. Und ich würde sagen, gleich mit Musik. Wir stützen die Hände ein und tasten sie zur Seite. Eins, zwei, drei, erste Sprung, Sprung, Sprung zurück. Eins, zwei, drei, erste Sprung, Sprung, Sprung. Eins, zwei, drei, erste Sprung, Sprung, Sprung zurück. Eins, zwei, drei, erste Sprung, Sprung, Sprung. Okay. Jetzt haben wir eine kleine Geschichte. Dazu brauche ich meinen Gehilfen. Das ist nämlich eine kleine Schlafmütze in diesem Fall. Also wenn ihr jetzt noch eine Freundin oder Geschwister oder Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer noch mitmachen kann, das wäre schön. Wir brauchen nämlich ein Schlafkind, das aufgeweckt werden soll. Das Schlafkind geht jetzt mal auf den Boden und schläft. So. Wir sind zunächst Sternenkinder und wir verteilen überall in unserem Zimmer Sterne. Und wenn die Sterne dann überall verteilt sind, dann werden wir furchtbar müde und gehen dann irgendwann auch zu Bett und schlafen. Dann kommen aber die Aufweckkinder. Und die Aufweckkinder, die machen Seitgalopp ringsherum um das Schlafkind und sie versuchen es zu wecken. Aber es funktioniert nicht. Vielleicht noch eine Runde. Wer weiß? Wir probieren es mal mit Musik. Wir sind die Sternenkinder. Überall verteilen wir Sterne. Unten und oben. Und vielleicht springen wir auch mal, damit ganz oben auch die Sterne hinkommen. Ach ja, die ganzen Sterne am Himmel, wir werden so müde. Und wir gehen und wir reiben uns die Augen. Und wir schlendern ganz müde, wir können gar nicht mehr richtig gehen. Ich glaube, wir müssen eine Etage tiefer gehen. Wir recken uns nochmal. Oh, wir legen uns jetzt auch ins Bett. So, jetzt kommt die Aufwärmung. Jetzt.
Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch schon eingeschlafen? Ja? So, den kleinen Herrn, den setze ich mal aufs Sofa. Der kann da weiter schlafen. So, machst du schön bequem. Und wir legen uns zum Abschluss auch noch kurz hin, aber nur, um ganz schnell wieder aufzuwachen. Denn draußen hat es geschneit. Also, wir liegen in unserem Bettchen und wir haben geträumt, dass es draußen geschneit hat. Und wir werden wach, wir regeln uns. Und jetzt sind wir ganz neugierig. Wir springen ganz schnell aus unserem Bett, laufen zum Fenster, öffnen es und oh, wie wunderschön, es hat wirklich geschneit. Also, ganz schnell anziehen. Unsere Hose, unsere Jacke und Mütze, Schal, alles, was wir brauchen. Und hinaus in die Winterlandschaft. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel Schlittschuh laufen oder eine Schneekugel formen und vielleicht Papa und Mama damit bewerfen. Oder einen Schneemann bauen. Da ist die Kugel natürlich ein bisschen größer. Und dann kommt auch noch eine zweite oben drauf. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Seid ein bisschen kreativ. Und das Ganze mit Musik. So, unsere kleine Videoballettstunde ist zu Ende und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!